So, guten Morgen, Kapell, und willkommen in Bärfelden, Oberzent, beziehungsweise andersrum, Oberzent, Bärfelden. Aber so als Odenwälder Ureinwohner ist das halt immer Bärfelle. So, und der heutige Tag stand im Zeichen von zwei Veranstaltungen. Eine So, da ist mir doch tatsächlich das Handy dazwischen gefunkt. Also zwei Veranstaltungen, eine stattfindende, also aktuell, und eine zukünftig stattfindende. Und die aktuell stattfindende war die Bärfelden Classics. Die ist jetzt vorbei. So roundabout 350 bis 400 Fahrzeuge haben da heute den Weg nach Bärfelden gefunden. Also so richtige Hölle los. Trotz der Temperaturen von gefühlt roundabout 36 Grad. So, aber wir hatten ja einen angenehmen Sitzplatz. Damit kommen wir zu dem zweiten Event, um den es heute ging. Nämlich um den Fellows Ride Odenwald. Im Speziellen. Angereist war der Karl Miller mit dem Fellows Ride Mobil. Schönen Gruß an der Stelle, lieber Karl, und vielen Dank für deinen Einsatz. Und der Karl hatte in seinem Fellows Ride Mobil, blende ich euch auch mal ein Bild ein, ein Pavillon dabei und einen Tisch und ein paar Stühle. Und da haben wir es uns da unter zwei Linden, also unter den Linden, fast wie in Berlin, gemütlich gemacht. Mit schön ordentlich Wind von hinten. Und so war das angenehm und aushaltbar. So. Der Karl und ich, wir sind dann einmal mit unseren Fellows Ride Flyern Richtung Moped-Stellplatz gelatscht, und in dem Moment war mir klar, ich latsche heute nicht mit der Filmkamera über dieses Terrain, weil da gehe ich kaputt. Deshalb gibt es nur ein paar Drohnenaufnahmen, die ich so ab und zu mal einstreuen werde. So, und da der Veranstalter der Bärfelden Classics, der Verein Bärfelden Classics, ja auch Supporter des Fellows Ride ist, haben wir da heute mal so eine kleine Fellows Ride Promo-Aktion gemacht. Wir haben versucht, die 7,5 Mopedfahrer, die an unserem Zelt vorbeigelatscht sind, obwohl wir zeitweise prominente Werbefahrzeuge in Form von zwei Renault Alpine vor dem Zelt stehen hatten, da versucht ein bisschen Werbung zu machen für den Fellows Ride. Was uns auch eher nicht so gelungen ist, ist klar. Ihr kennt das Problem, Oldtimer-Veranstaltung. 90% der Leute interessieren sich für Autos, und die, die es für Mopeds interessieren, die sind dann halt nur bei den Mopeds. Und wir standen halt nicht bei den Mopeds, weil die Mopeds standen halt in der Sonne. Aber egal, wir haben ein paar Spenden gesammelt. Vielen Dank an dieser Stelle an den freundlichen Motocuzzi-Fahrer aus dem Laudertal. Haben ein paar Aufkleber verteilt und ein paar Fellows Ride Armbändchen.
Und wer gern so ein Fellows Ride Armbändchen hätte, der kommt demnächst zum Fellows Ride nach Würzburg oder aber in den Odenwald. Und da ja so oft die Frage gestellt wird, wo das denn jetzt stattfinden wird im Odenwald, das wissen wir halt noch nicht so genau. Aber wahrscheinlich geht's los in Erbach und es wird in irgendeiner Art und Weise auch in Oberzentbeerfelden enden. Und der Platz, auf dem die Bärfelden Classics stattfand, wird da auch eine zentrale Rolle spielen. So, letzte Woche war ja der, oder vorletzte Woche, letzte Woche, war ja der Fellows Ride in Wolfsburg. Und da gab es 200 Teilnehmer, die von Wolfsburg nach Hannover gefahren sind und am Ende einen Spendencheck in Höhe von 3.000 Euro an die Robert-Enke-Stiftung übergeben durften. Plus 1.000 weitere Euro an eine Organisation, deren Name mir jetzt entfallen ist. Liegt wahrscheinlich an der Hitze. So, und deshalb nochmal an der Stelle der Aufruf: Wer am Fellows Ride im Odenwald teilnehmen möchte, geht auf die Homepage www.fellowsride.de, meldet euch an. Ganz wichtig, Spende nicht vergessen. Wer möchte, kann natürlich auch gerne vor Ort spenden. Die spendenbegünstigte Organisation werde ich dann in einem separaten Video irgendwann demnächst auch mal im Detail vorstellen. So, und schönen Gruß auch noch an den Wolfgang Böttiger. Hat mich sehr gefreut, dass du bei uns am Fellows Ride Stand warst und tatkräftig beim Aufbau mitgeholfen hast. Und wir sehen uns mit Sicherheit irgendwo on the road und wenn nicht, dann beim Fellows Ride. So, weitere tatkräftige Unterstützung heute. Wie so oft in letzter Zeit, der Mino, der sich auch seit heute Morgen um 9 Uhr oder 10 Uhr bis jetzt um ca. 15 Uhr mit in die Hitze gesetzt hat und beim Standaufbau geholfen und beim Verteilen von Flyern geholfen hat. An der Stelle auch vielen Dank. Zur Belohnung gab es ja auch wieder ein paar schöne Kurven hier im Odenwald. Also von daher. Nächste Woche gibt es dann eine etwas größere, sehr spezielle Tour. Da darf ich jetzt aber nicht so wirklich spoilern, denn es wird sich versammeln sowohl das Team Leberkäse weg als auch das Team Bananasplit. Das ist ja eigentlich fast komplett das gleiche ist, also quasi das Team Leberkäse Split. Und zwar kommt der Patte nicht mit seiner Ducati, sondern mit einem Leihmotorrad. Und zwar mit einem Leihmotorrad, dessen spezielle Eigenschaften mich dazu zwingen, diese Woche die Route noch umzuplanen. Dann kommt der Dotzer Michel aus Helmstadt in gewohnter Art und Weise. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich mit der Varadero. Und aus Butzbach, aus dem hohen Norden Hessens, also mittlerer Norden Hessens,
kommt der Ausreiter Thomas. Und der kommt mit einem Gerät, das also wahrscheinlich von der grünen Ninja, die irgendwo hinter mir fährt, auf der Geraden überholt werden könnte. Da darf er mal gespannt sein, was das wird. So, das war's für heute. Jetzt sind wir in Erbach, da wird es jetzt wieder warm. Beim nächsten Oldtimer-Treffen packe ich dann auch bestimmt wieder mal die Kamera aus, es sei denn, es hat über 30 Grad. Wir sinken.